Herzlich willkommen bei den DHV News. Schön, dass ihr wieder da seid nach unserer etwas längeren Sommerpause. Ich musste in kurzer Zeit sehr viele Nachrichten durchfilzen und für euch sortieren. Hab nicht alles geschafft. Vielleicht muss ich die nächste Woche dann noch ein paar Sachen aus den Bereichen Internationales und Medizin nachreichen. Übrigens, wer in so einer Pause nicht auf regelmäßige Nachrichten verzichten will oder noch mehr mitbekommen will als hier in den News, der möge doch dem DHV auf Facebook folgen. Da gibt es keine Sommerpause und noch viel mehr Nachrichten als hier. Oder gleich DHV-Fördermitglied werden. Dann gibt es diese ganzen Infos auch einmal pro Woche bequem per Newsletter. So, jetzt aber, was ist passiert? Fangen wir mal an mit den Wahlen in Deutschland. Mecklenburg-Vorpommern hat ja gewählt. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich gehört. Riesenerfolg für die AfD bei um die 20%. Alle anderen haben verloren. Wahrscheinlich wird es weitergehen mit der Großen Koalition. Und das bedeutet einige weitere Jahre Stillstand im Nordosten. Diese Koalition wird sicherlich nicht viel bewegen. Und was so ein Stillstand und wenig Fortschritt bedeutet, zeigt zum Beispiel die Stadt Rostock, wo jetzt eine neue Statistik rausgekommen ist. Es gab 80% mehr Verfahren wegen Cannabisdelikten alleine in 2015, innerhalb von einem Jahr, plus 80%. Das wird offiziell darauf zurückgeführt, dass ja immer mehr Leute konsumieren und auch kein Unrechtsbewusstsein beim Konsum mehr haben. Also insofern sich vielleicht auch leichter erwischen lassen. Aber letztendlich sind solche Drogendelikte ein Kontrolldelikt. Das heißt, es gibt nur so viele Fälle, wie die Polizei halt tatsächlich auch feststellt, inwieweit die Polizei auch Leute kontrolliert und so weiter. Und wenn diese Zahlen steigen, ist das in erster Linie Auswirkung dessen, dass die Polizei halt schärfer gegen Cannabis vorgeht. Und genau das ist offenbar in Rostock passiert, um den Leuten da wieder anständig Unrechtsbewusstsein einzuhämmern. Ja, so läuft das in MacPom sicherlich noch eine Weile weiter. In Berlin steht die Wahl noch bevor und hier können wir auch mehr Fortschritt erhoffen. Hier könnten interessante Wahlergebnisse bei rauskommen, Pro-Cannabis-Wahlergebnisse sozusagen. Das bleibt spannend und Cannabis spielt im Wahlkampf auch eine Rolle. Die Piraten zum Beispiel haben mit dem Thema Cannabis plakatiert. Die Grünen in Neukölln haben ein kleines Promo-Video für Coffeeshops auf Facebook veröffentlicht. Das ist ganz nett. Aber den Vogel hat die CDU abgeschossen. Die haben ein Bild gepostet, auf dem steht, die CDU Berlin warnt. Es droht die Legalisierung von Cannabis. Und dann die Logos von den Parteien unten drunter, die für die Legalisierung sind. Also Piraten, Grüne, Linke, FDP, also fast alle außer der CDU. Und die sind alle böse und so. Darf man auf gar keinen Fall wählen. Sehr lustiges Posting der CDU, was zu wilden Diskussionen auf Facebook führt. Also vor allen Dingen Kritik an diesem Posting, logischerweise. Könnt ihr mal da vorbeischauen. Lustige Debatte. Ich habe das Ganze, auch den Film der Grünen, verlinkt unter dem Video. Und das zeigt eben auch, damit zeigt die CDU, wie weit diese Forderung nach Legalisierung in Berlin fortgeschritten ist, wie viele Parteien hier mittlerweile dafür sind. Und ein bisschen haben die uns auch die Arbeit abgenommen. Wir hätten eigentlich die Wahlanalyse für Berlin gar nicht machen müssen, sondern einfach auf das Posting der CDU verweisen, wer für Handfreunde wählbar ist und wer nicht. Insofern bleibt für uns nur noch zu sagen, in dem Fall, der DHV warnt alle Handfreunde, in Berlin droht die CDU. Also Berliner, geht wählen. Nochmal CDU, das große Bremserthema CDU heute in den News, diesmal Hessen. Da hatte die FDP vor der Sommerpause einen Antrag eingebracht, dass die Landesregierung doch reformwillige Städte unterstützen möge, die ein Cannabis-Abgabemodell durchführen wollen. Das hat die Regierungskoalition aus CDU und Grünen jetzt abgelehnt. Obwohl die Grünen jetzt auch dazu gesagt haben, dass sie weiterhin für die Legalisierung sind, mussten sie offenbar aus Koalitionsräson mit der CDU dagegen stimmen. Eine bittere Pille für die Grünen. Wäre vielleicht einigermaßen verständlich, wenn sie das auch so formuliert hätten und gesagt hätten, ja, tut uns leid, wir haben halt in der Regierungskoalition unterschiedliche Meinungen dazu. Wir haben in den Verhandlungen das nicht durchsetzen können. Das haben sie aber nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, naja, dafür ist ja die Bundesebene zuständig und haben völlig ausgeblendet, welche Möglichkeiten auf Landesebene eben doch bestehen. Zum Beispiel zusammen mit Bremen eine Bundesratsinitiative durchzuführen zur Erleichterung von Modellprojekten. Könnte man durchaus machen in Hessen. Selbst die SPD hat übrigens in Hessen für den Antrag gestimmt.
Insofern war das schon eine sehr mickrige Leistung der Grünen in Hessen. Aber das Hauptproblem da bleibt sicherlich, wie gehabt, auch dort die CDU. Und wo wir bei den C-Parteien sind, zur CSU, CSU Land Bayern, da vergehen natürlich keine drei Wochen ohne skandalöse Nachrichten. In dem Fall aus der bayerischen Justiz. Ein Fall in Rosenheim hat sich zugetragen. Da wollte ein Polizist einen Bewohner einer Wohnung als Zeugen befragen und hat an der Wohnungstür einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen, den er für Cannabis gehalten hat. Aus Sicht des Betroffenen ist es so gelaufen. Er hat Räucherstäbchen angehabt, was er wohl regelmäßig tut. Soll es ja durchaus geben. Und dann hat der Polizist halt geklopft. Und der Polizist sagt, da hat es nach Cannabis gerochen. Da war er sich ganz sicher. Und dann hat der Polizist gesagt, ja, jetzt will ich hier mal in die Wohnung rein. Hier riecht es nach Cannabis. Und der Mensch mit den Räucherstäbchen hat gesagt, nee, Sie haben keinen Durchsuchungsbefehl. Ich lasse Sie hier nicht freiwillig rein. Wenn, dann müssen Sie sich schon mit Gewalt Zutritt verschaffen. Das wiederum hat der Polizist als Gewaltandrohung gewertet oder das gegenüber dem Gericht so dargestellt. Und dieser Mensch, dann kam ja noch die Hausdurchsuchung, die Polizei hat sich die also besorgt. Drei Wochen später haben sie die Wohnung auf den Kopf gestellt und nichts gefunden, keine Drogen, kein Fitzel, gar nichts. Und trotzdem ist dieser Mann jetzt zu 1200 Euro Geldstrafe bestraft worden. Wegen Cannabisgeruch und wegen angeblicher Gewaltandrohung gegenüber dem Polizisten, obwohl der Polizist alleine war, als einziger Zeuge seiner Seite und in der Wohnung noch der Bruder des Betroffenen und sein Vermieter dabei waren, die beide gesagt haben, ja, Räucherstäbchen, kein Cannabis und keine Gewaltandrohung, aber sowas spielt in Bayern natürlich keine Rolle. In Bayern, wenn man da so nicht vor Gericht landen will und Geldstrafen zahlen will, immer schön tun, was die Polizei sagt. Sonst erfinden die irgendwelche an Haaren herbeigezogenen Geruchsempfindungen und der Richter würde es sowieso glauben. Und dann hat man halt ein Problem in Bayern. Eine ganz skurrile Geschichte gibt es aus der Schweiz. Da ist es seit 2013 so, dass für den Besitz geringer Mengen kein Strafverfahren mehr eröffnet wird, sondern das Ganze ist mit einem kleinen Bußgeld abgetan, wie beim Falschparken. Bis 10 Gramm Cannabis, nur noch ein kleines Bußgeld, kein Eintrag im Polizeicomputer und so weiter. Das wird regelmäßig so gemacht, obwohl es offensichtlich im Gesetz gar nicht so drin steht und irgendwie hat das niemand gemerkt, bis jetzt in der Schweiz. Da hat nämlich jemand einen Prozess gewonnen um eine solche geringe Menge, um 8 Gramm ging es, glaube ich. Der hatte einen Kumpel, der war Jurastudent, hat ihn vor Gericht vertreten und hat gesagt, ja, im Gesetz steht dort drin, der Besitz geringer Mengen ist nicht strafbar und bestraft werden mit Bußgeld kann nur der Konsum. Das ist ein bisschen merkwürdig, gerade aus deutscher Sicht, weil es genau umgekehrt ist als bei uns. Bei uns ja immer so, der Konsum ist nicht strafbar, aber der Besitz. Und in der Schweiz ist es genau umgekehrt, der Besitz ist strafbar, der Konsum ist strafbar, aber nicht der Besitz. Das steht auch so im Gesetz eigentlich drin. Aber das ist erst jetzt aufgefallen. Offenbar haben die da irgendwie falsch formuliert. Stand auch damals überall in der Presse, ja, jetzt gibt es nur noch Bußgeld für den Besitz. Haben alle geglaubt, alle gemacht und ist scheinbar gar nicht so. Der Mensch hat gewonnen und muss nicht zahlen. Was das jetzt bedeutet für die Schweiz, ist ein bisschen unklar. Das war also jetzt ein kleineres Gericht, also nicht so oberste Ebene. Und es gab auch keinen Einspruch der Staatsanwaltschaft. Insofern muss das jetzt auch vor anderen Gerichten auch noch geklärt werden. Dieser Student, der das durchgesetzt hat, will das jetzt auch mit anderen Betroffenen machen in der Schweiz, um eben dieses Vorgehen der Polizei komplett zu kippen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, wieder ähnlich wie in Deutschland, ja, wer Cannabis besitzt und kein Dealer ist, der muss es ja zum Konsum besitzen und also konsumiert er und kann bestraft werden. Umgekehrt wie in Deutschland, die Polizei manchmal sagt, ja, Konsum ist nicht verboten, aber wer konsumiert, zum Beispiel bei einer Verkehrskontrolle mit THC im Blut auffällt, der muss ja auch besessen haben und deswegen kann man den auch bestrafen. Ja. Bisschen kompliziert, bisschen merkwürdig alles. Kein Mensch weiß so genau, wie das weitergeht. Könnte aber durchaus sein, dass jetzt relativ bald in der ganzen Schweiz nach aktueller Gesetzeslage überhaupt kein Bußgeld mehr verteilt wird und damit quasi der Besitz von geringen Mengen zum Eigenkonsum komplett legal ist und der Gesetzgeber dann eben nachschärfen muss. Gleichzeitig macht sich der Verein Legal Licit in der Schweiz warm für eine neue Volksinitiative zur vollständigen Legalisierung von Cannabis. Und die Stadt Bern, eine von vielen Städten, die ein Cannabis-Abgabemodell machen will,
hat ihren Antrag fertig und schleust den jetzt durch die Instanzen. Auch davon werden wir noch was hören. Unser Thema bleibt sehr lebendig in der Schweiz. Sehr traurige Nachrichten gibt es von den Philippinen. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon gelesen, ging in den letzten Monaten mehrfach durch die Presse. Präsident Duterte, der dieses Jahr die Wahl gewonnen hat, hat auch angekündigt, er wird knallhart gegen Drogen und Kriminalität vorgehen. Und tatsächlich, er ist jetzt 2-3 Monate im Amt und hat einen beispiellosen Krieg gegen Drogen, beziehungsweise besser gesagt gegen Dealer und Konsumenten losgetreten. Nach den neuesten Medienberichten gibt es bereits mehr als 3000 Tote. Über 1000 von denen sind mehr oder weniger offiziell von der Polizei getötet worden. Der Rest von irgendwelchen Todesschwadronen, bezahlten Killern oder einfach auch von irgendwelchen Leuten, die Lust haben, andere zu erschießen. Wer zum Beispiel jetzt seinen Nachbarn loswerden will, kann den auf offener Straße erschießen, stellt ein Pappschild daneben, ich war ein Drogendealer, und dann wird das Ganze kaum verfolgt. Der Präsident ermuntert die Bürger sogar, verdächtige Drogendealer am besten gleich zu erschießen. Also das wird im Prinzip kaum verfolgt und entsprechend viele Tote gibt es da im Moment. Und aus Angst vor dieser Situation haben sich laut Medienberichten wieder schon über 10.000 Dealer freiwillig der Polizei gestellt und über 600.000 Drogenkonsumenten, obwohl teilweise auch in Polizeistationen Menschen erschossen werden. Und die Gefängnisse sind drastisch überfüllt mittlerweile. Die Menschen hausen da Haut an Haut, dicht an dicht, unter unmenschlichen, unglaublichen Zuständen in den Knästen. Und Duterte will weitermachen damit. Ich zitiere mal: Viele werden noch getötet, bis der letzte Kleindealer von der Straße verschwunden ist. Ich werde weitermachen, bis der letzte Drogenhersteller getötet ist. Und ich scheiße auf jeden, der mein Verhalten kontrollieren will. Das hat auch Präsident Obama gespürt. Der hatte nämlich vor, Duterte zu treffen auf einem internationalen Treffen in Laos und ihn zur Einhaltung der Menschenrechte zu ermahnen. Daraufhin hat Duterte Obama einen Hurensohn genannt, der daraufhin dieses Treffen abgesagt hat, wohl als sinnlos. Also mit diesem Menschen kann man offensichtlich nicht sprechen. Eine kritische Opposition im Land gibt es im Prinzip auch nicht mehr. Wer sagt unter diesen Umständen schon noch irgendwas? Und erstaunlicherweise hat Duterte nach wie vor angeblich großen Rückhalt in der Bevölkerung für dieses Vorgehen. Unglaubliche Zustände auf den Philippinen. In Kopenhagen, Christiania, das ist ein autonomer Stadtteil, von dem ich auch schon häufig berichtet habe. Seit Jahrzehnten wird dort relativ offen oder ganz offen mit Haschisch gehandelt. Es gibt ab und zu Polizeirazzien. Ansonsten wird es aber sowohl von Einwohnern als auch der Polizei einigermaßen geduldet. Aber letzte Woche ist dann etwas passiert, das die Anwohner in Rage gebracht hat. Da ist ein Dealer von außerhalb von der Polizei kontrolliert worden. Der hat sofort eine Waffe gezogen, um sich geschossen, mehrere Menschen verletzt. Ein Polizist schwebt in Lebensgefahr. Ein unbeteiligter Passant wurde angeschossen, hat der Dealer gesagt, bist du auch ein scheiß Bulle, und hat dem ins Bein geschossen. Der Typ selber wurde nachher auch angeschossen oder erschossen. Und da hatten die Leute eben in Christiania die Schnauze voll und haben selber die Cannabis-Verkaufsstände abgeräumt. Und das ist wirklich überraschend, weil ich noch vor kurzem berichtet habe, dass die Einwohner von Christiania diese Haschbuden verteidigt haben gegenüber der Polizei. Aber jetzt sagen die, nee, so wollen wir nicht weitermachen. Wir sind zwar nach wie vor für die Legalisierung, wir fordern Staat und Stadt auf, Cannabis zu legalisieren. Aber die haben halt jetzt auch in Christiania Probleme mit organisierter Kriminalität, was durch die gelegentliche staatliche Verfolgung auch hervorgerufen wurde. Ganz am Anfang waren es eben Altippis, Einwohner von Christiania, die da Hasch verkauft haben. Und mit jeder Razzia sind die halt dann irgendwie aussortiert worden. Die haben dann nicht mehr weitergemacht und dafür sind dann die Kriminellen reingekommen. Mittlerweile sind da auch Rockerbanden und so weiter, organisierte Kriminelle auch in Christiania zugange. Und dagegen wehren die sich jetzt. Allerdings, wie im Görli in Berlin, führt es dazu, dass der Handel mit Cannabis jetzt ins ganze Stadtgebiet sich ausbreitet und damit auch in der ganzen Stadt Kopenhagen die Diskussion wieder lebendig wird. Die Stadt will sowieso auch schon seit Jahren Coffeeshop-Abgabe, Modellprojekte, wie auch immer. Und der Druck auf den Stadtrat in Kopenhagen wird dadurch vermutlich wachsen.
Was ist in der Lindenstraße los? Hanf Beimer, ihr wisst ja, er hat Cannabis zur Linderung seiner Symptome bei Parkinson entdeckt und in meiner letzten Sendung hier angefangen anzubauen. Da hatten die gerade die Samen in die Erde gesteckt und über den Sommer sind die Pflänzchen fleißig gewachsen, dienen jetzt als Kulisse für Beimers Gespräch mit seiner Frau, teilweise über ganz andere Themen. Aber es gibt auch einen Ausschnitt, wo sie sich über den Anbau unterhalten und den zeige ich euch jetzt. Halt, die darfst du noch nicht anfassen. Die Blüten brauchen noch ein paar Wochen, mindestens. Wie groß sollen die Pflanzen denn noch werden? Ja, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass die so wahnsinnig wachsen. Aber es nützt nichts, muss ich noch ein bisschen gedulden. Vielleicht sollten wir sie ein bisschen mehr im Auge behalten. Ich guck mir die Pflanzen jeden Tag an. Nicht die Pflanzen. Sarah. Ja, der eine oder andere mag vielleicht auch gesehen haben jetzt in diesem Video, wie die Redaktion der Lindenstraße das rechtliche Problem gelöst hat, denn auch die dürfen natürlich kein Cannabis anbauen. Wenn ihr gesehen habt, was die Lösung ist, schreibt das in die Kommentare. Und es geht aber noch weiter in der Lindenstraße mit diesem Thema und dürfte noch mal spannender werden, denn es gibt einen dollen Vorschau-Trailer, wie das jetzt weitergeht, den zeige ich euch auch noch. Ja, das Angebot steht noch. Das war Frau Petzold aus der Selbsthilfegruppe. Bist du deshalb in die Selbsthilfegruppe gegangen, um dort das Gras zu verticken? Nicht verticken, gegen eine Spende. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Bleibt noch zu sagen, dass natürlich auch die Hanfparade passiert ist seit der letzten Sendung hier. Und wie war's? Ja, es war schön, es war bunt, es war laut, es war perfektes Wetter, gute Stimmung und es war gut besucht. Es mag sein, dass tatsächlich diesmal mal wieder mehr als 10.000 Leute auf der Hanfparade dabei waren. Auf jeden Fall waren es genug, um mächtig Eindruck zu machen in der Innenstadt von Berlin, vorbei an den Touristenattraktionen. Wir haben Eindruck gemacht auf die Passanten, auf die vielen Touristen, die dann wieder mal mit offenem Mund dastanden und sich über die Menge gestaunt haben, die im Übrigen auch immer vielschichtiger wird, nach meinem Eindruck, also auch bürgerlichere Leute dabei sind und so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Sehr gute Sache. Der DHV war erstmals mit einem eigenen großen Wagen dabei. Und ja, ich danke nochmal allen Helfern, die beim DHV oder sonst wie bei der Parade geholfen haben oder eben auch mit organisiert haben auf eine schöne Parade im nächsten Jahr wieder. Damit komme ich zu den Terminen. Die Szene rockt weiter. Auch mit einer Demo, wer es noch rechtzeitig sieht, in Köln die Dampfparade am 10. September. Um 14 Uhr geht's los, die nächste etwas größere Demo in Deutschland. Und dann gibt es noch ein paar Infostände in Heidelberg, auch am 10. September. Infotisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar und zweimal Wieseninfostand der DHV-Ortsgruppe München am 17. und 18. September. Und ein Stammtischtreffen der Ortsgruppe Rhein-Neckar am Montag, den 19. September. Abonniert diesen Kanal und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Ja, wenn nicht viel los ist politisch und man beim Recherchieren nicht viel findet, was bleibt übrig? Razzien, Verfolgung, sinnlos, teuer und schädlich wird nach wie vor massenhaft gegen Hanf vorgegangen.